Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Bau den DeLorean Projekt. Ausgabe 14 liegt vor mir. Und ja, ich weiß, ich bin ein bisschen lange dran mit dem Zusammenbau, weil im Sommer natürlich bei 30 Grad, da hat keiner Lust, irgendwie DeLorean zusammenzubauen. Und deswegen dachte ich, ich sammle mal ein paar Ausgaben, dass auch das Video ein bisschen länger wird. Und dann sind es halt auch ein paar Ausgaben jetzt mehr geworden. Und es sind auch viele, zum Beispiel hier Rahmenteile und vom Rad noch Teile, Rahmenteile. Dann sind dann viele Motorteile, also viele Kleinteile. Und das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Und da werde ich auf jeden Fall den größten Teil zusammenbauen vom Motor und dann mal immer wieder so Bauabschnitte zeigen. Und dann würde ich jetzt sagen, dann packen wir das hier mal wieder notorisch aus mit unserer Plastikverpackung. Hier unser Heft, wie immer, mit Details, Zeichnungen und allem drum und dran. Dann hier unser Baupaket, wo die verschiedenen Teile drin sind. Und hier sind zum Beispiel Federn und Achsteile. Hier fehlt ja noch eine Achs komplett oder eine Aufhängung und die baue ich jetzt zusammen. Und dann zeige ich euch noch ein Motorpaket. Hier zum Beispiel Ausgabe Nummer 17. Da sind auf jeden Fall lauter Motorteile drin und da sind ein Haufen Pakete drin mit Motorteile und auch Elektronik. Und jetzt baue ich mal das meiste zusammen und werde dann das fertige Ergebnis dann nochmal im Detail filmen und euch zeigen. So, bis Ausgabe 26 ist jetzt also unser letzter Reifen auch noch an unserem Rahmen befestigt. Und bis Ausgabe 26 ist der Motor quasi fertig mitsamt der Auspuffanlage und oben den Kühlelementen. Und hier sehr schön zu sehen mit dem Verteiler für die Zylinder, 6 Zylinder. Und jetzt kommt es laut Heft zur Verhochzeitung und das zeige ich euch jetzt dann demnächst. So, also mit Ausgabe 26 ist jetzt das Motor quasi verheiratet mit dem Rahmen und der Rahmen ist dann auch soweit fertig. Die Antriebswellen wurden angeschlossen, Auspuff und Kühler und alles ist soweit fertig. Alle vier Räder sind dran und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann mit der Ausgabe 27 weitergeht. Ja, so, das war jetzt Ausgabe 12 bis 49. Hier haben wir sehr schöne Details von der Inneneinrichtung und natürlich die ganzen Kabel sind reingekommen. Es werden bestimmt noch mehr dazu kommen, denke ich. Und der Motor ist drin, dann der Rahmen ist soweit fertig. Der Kühler vorne ist soweit fertig. Und ja, das Modell wächst und wächst. Und ich denke, dass ich euch jetzt ein bisschen zeigen konnte, wie das Modell weiter wächst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar und natürlich über einen Daumen hoch freuen und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis dann, euer GTA Rambo.